Willkommen zurück zu SFS Tutorial und zwar zu einer neuen Staffel, denn ihr wisst wahrscheinlich, ich habe bereits eine Staffel an SFS Tutorials gemacht. Diese Updates, diese Tutorials sind allerdings schon sehr, sehr alt, zum Teil noch vom 1.5 Update und es hat sich auch einige Sachen geändert seitdem, vor allem mit Mars und Venus, da sie jetzt eine Atmosphäre haben und der Eintritt in die Atmosphäre höchst gefährlich ist. Daher mache ich jetzt einfach eine komplett neue Tutorial-Serie hier in einer komplett neuen Welt. Ihr seht, ich habe 0 von 33 Achievements und das wird auch mein Ziel hier in dieser Tutorial-Serie, dass ich im Grunde alle 33 Achievements habe. Natürlich die Sachen mit Jupiter, Io, Europa, Ganymed und Callisto brauchen natürlich dann die Planetenexpansion, aber sämtliche Raketen, die ich bauen werde, werden ja nicht die Teilexpansion benötigen, außer ich sage es vorher an. Ansonsten ja, braucht ihr keine Sorgen haben. Und wir beginnen einfach hier, indem wir eine neue Rakete bauen. Ich habe hier das Feld vorbereitet, das ist quasi das Feld, wenn man keine Expansion hat. Und das ist relativ klein, seht im Vergleich zum Baufeld bei der Teilexpansion, ist es knapp ein Drittel so groß. Vielleicht fast ein halb so groß. Aber als erstes steht natürlich auf der Tagesordnung, dass wir eine orbitfähige Rakete bauen. Und an die, die überhaupt keine Ahnung haben, wie das funktioniert mit dem Orbit, keine Sorge, das ist genauso gut für euch gedacht. Als erstes bauen wir die Rakete. Natürlich der Fallschirm, der ist unglaublich wichtig, wenn wir wieder auf der Erde landen wollen. Und die Kapsel, die brauchen wir, um die Rakete zu steuern. Wir können genauso gut hier die Sonde nehmen. Allerdings tun wir jetzt einfach mal so, als wären das Astronauten. Das Astronauten-Update ist natürlich noch nicht draußen, aber es wird bald soweit sein. Solange tun wir einfach mal so, als wären Astronauten drin. Dann nehmen wir ein Hitzeschild, der schützt uns beim Wiedereintritt in die Atmosphäre. Dann ein Steg, ich nenne ihn einfach Separator, weil der separiert, also trennt zwei Raketenstufen, in diesem Fall die Kapsel mit Hitzeschild und Fallschirm vom Rest der Rakete. Dann bauen wir hier eine Stufe mit diesem 15 Tonnen Treibstofftank und diesem Valiant-Triebwerk. Das hat einen geringeren Schub als das Falcon-Triebwerk, ist aber deutlich leichter und hat eine erhöhte Effizienz. Das heißt, es lohnt sich vor allem für ja, fürs Weltall, wenn man im Weltall rumfliegt. Und dann füge ich der Stufe einfach noch RCS-Düsen hinzu. Die helfen dann einfach beim Manövrieren im All. Die Rakete hat hier ein eingebautes Modul, mit dem man sich drehen kann. Ihr seht da Drehmoment 6 kN, aber die RCS-Düsen, sie verbrauchen zwar Treibstoff, helfen dann aber deutlich besser. Man kann sich einfach schneller drehen als nur mit der Kapsel. Und ja, wir bauen einfach mal weiter. Und zwar bauen wir hier einen neuen Separator hin, dann hier zwei große 20 Tonnen Treibstofftanks und dann ein Falcon-Triebwerk. Und ihr seht, das passt locker in den Bauraum, den wir hier haben. Das ist im Grunde die gesamte Rakete. Wir fügen hier noch Stufen hinzu, aber vorher klicken wir hier aufs Triebwerk, auf die drei Schieberegler und dann auf Triebwerk an. Und damit ist das Triebwerk automatisch angeschaltet. Das heißt, wenn wir gleich die Rakete starten, sollte es kein Problem gehen. Das Triebwerk geht an und produziert Schub. Dann die nächste Stufe. Mache ich einfach hier den Separator und das Valiant-Triebwerk. Und die letzte Stufe, diesen Separator und den Fallschirm. Das ist im Grunde die Rakete. Ich entferne das hier einfach mal, weil wir damit natürlich nicht herumfliegen wollen. Und wie es aussieht, habe ich dabei eine RCS-Düse weggemacht. So, dann ist die Rakete wieder ganz. Und ich weiß, ihr werdet garantiert danach fragen, aber ich werde keinen Download-Link dafür jetzt erstellen, weil die Rakete ist wirklich winzig. Ja, sie besteht aus 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 und 11, 12 Teilen. Ihr könnt das innerhalb von 30 Sekunden nachbauen. Das heißt, fragt gar nicht erst, baut es einfach nach. So schwierig ist das jetzt auch nicht. Und ja, dann hätten wir das geklärt. Hier haben wir die Rakete. Und dann starten wir. So, die Rakete ist geladen und ich würde ganz gern hier noch ein bisschen
das User Interface ein bisschen erklären, für die, die es noch gar nicht kennen. Also oben, ganz oben links, haben wir quasi das Pause-Menü. Wenn wir da draufklicken, wird der Hintergrund quasi ein bisschen verblasst und es spielt halt nicht weiter. Ja, hier werde ich nichts weiter erklären. Das ist einfach nur das Menü. Ihr könnt hier ein Quick Save erstellen, Quick Save laden, damit könnt ihr die Zustände quasi speichern. Könnt ihr zurück zum Start oder zurück zum Bauen. Damit setzt ihr quasi die Rakete und den gesamten Fortschritt zurück. Dann eine neue Rakete bauen. Das setzt den Fortschritt nicht zurück, also im Vergleich zu zurück zum Start, zurück zum Bauen, sondern ihr baut dann einfach eine komplett neue Rakete. Trümmer beseitigen, das entfernt quasi alle Raketenteile, die keine Kapsel oder Sonde haben. Cheats, dafür braucht ihr natürlich die Expansion und ja, die werde ich jetzt nicht weiter erklären. Ich werde die sowieso nicht nutzen. Einstellungen, gibt es verschiedene Einstellungen wie Sprache, FPS und Sound, Musik. Dann Video-Tutorials. Im Grunde das, was ich mache, aber offiziell, denn hier gibt es Orbit-Tutorial, Moon-Tutorial und Undock-Tutorial. Ich werde die drei Sachen natürlich auch selber machen. Und dann Exit to Space Center, damit geht ihr einfach wieder raus zum Weltraumzentrum. Quasi das Erste, was ihr seht, wenn ihr die Welt ladet. Das war es aber mit dem da. Rechts davon ist die Karte und wenn wir draufklicken, sehen wir hier die Erde. Und wir können einfach auf die Erde draufklicken. Einmal Kurs setzen auf, Fokus entfernen. Das heißt quasi, wir können, wenn wir zur Erde fliegen wollen, können wir sagen Kurs setzen auf, dann wird das markiert. Und wir können auf Fokus entfernen klicken, dann werden wir rausgezoomt. Wir haben hier den Mond. Das ist natürlich unser kleiner Kumpane, der Satellit, der größte Satellit, der einzige natürliche Satellit der Erde. Dann haben wir hier das Sonnensystem ohne Planetenexpansion. Hier draußen gibt es natürlich nochmal Jupiter. Aber in der Mitte haben wir die Sonne. Dann Merkur, Venus, Erde, Mars. Ich werde alle einmal besuchen. Die Sonne wird wahrscheinlich ein bisschen schwieriger. Und Jupiter braucht ja natürlich Planetenexpansion. Und der Jupiter hat natürlich seine vier Monde: Io, Europa, Ganymed und Callisto. Und das war es im Grunde zum Sonnensystem, was wir hier haben. Ich zoome mal weiter rein, dass wir wieder auf der Erde sind. Gehen wir zurück, einfach könnt ihr es umschalten, die Karte. Einmal raufklicken, nochmal raufklicken, kommt ihr wieder zurück. Oben rechts habt ihr die beiden Zeitbeschleunigungsknöpfe quasi. Der rechte Knopf von beiden beschleunigt die Zeit, also die Zeit geht schneller vorbei und damit könnt ihr es wieder langsamer machen. Und die langsamste Zeit ist natürlich 1, das heißt, ihr könnt nicht in Slow Motion reingehen. Darunter gibt es zwei Informationen, einmal die Höhe und einmal die Geschwindigkeit. Ja, muss ich nicht viel zu sagen, Höhe ist die Höhe über der Oberfläche, beziehungsweise über der Erde, wenn wir im Weltall sind. Und die Geschwindigkeit ist dann eben unsere, im Grunde unsere Bahngeschwindigkeit, aber da wir gerade stehen, ist sie natürlich bei 0. Dann von oben rechts nach unten links, da haben wir unseren Flüssigtreibstoff, das ist quasi die Menge an Treibstoff, die wir in der Rakete haben. Und das könnt ihr auch hier sehen, indem ihr auf die Treibstofftanks draufklickt. Die sind alle momentan voll. Und dann haben wir unten die beiden Pfeile hier. Damit können wir nach links drehen, damit nach rechts. Es passiert jetzt natürlich nichts, weil wir nicht im All sind. Und im Grunde sind wir eine riesengroße Rakete, die dreht sich halt nicht so leicht. Das kann nochmal erweitert werden durch die RCS-Düsen. Wir können die RCS-Düsen aktivieren, indem wir einfach draufklicken. Und das gilt mit so gut wie allen Teilen hier, zum Beispiel auch mit dem Triebwerk. Wenn wir da zweimal draufklicken, geht es einmal aus, einmal an. Und dann wieder zurück zu den Pfeilen hier unten. Hier sind wieder die Pfeile, mit denen man sich drehen kann. Das ist der Pfeil, der quasi nach oben geht. Das heißt, ihr wollt die Rakete nach oben bewegen, eben nach unten, links und rechts. Alles so, wie man es sich denken könnte. Ich deaktiviere die einfach mal wieder. Wir haben schon etwas Treibstoff hier verbraucht. Ihr seht, das ist ein winziger Fitzel an Treibstoff weg. Die brauchen nämlich Treibstoff. Und dann haben wir unten rechts, der Knopf oben ist quasi die Zündung, also ob ihr die Triebwerke an- oder ausschaltet. Ich werde da jetzt nicht draufklicken, weil natürlich wir sonst losfliegen würden. Ich kann es auch so machen, ich mache das Triebwerk aus und dann seht ihr, es ist einfach ein Knopf, der an- und ausgeht. Wenn wir jetzt draufklicken würden, dann würden wir losfliegen. Das Triebwerk ist jetzt nämlich angeschaltet. Darunter haben wir dann hier unseren Schubregler quasi. Der geht von 0 bis 100%. Und ich packe den jetzt einfach mal auf 100%, denn wir werden ja gleich starten. Darunter seht ihr diesen Pfeil hier.
Und der startet quasi die nächste Stufe. Die haben wir ja hier schon gemacht. Also hier haben wir die erste Stufe, wo dann der Separator losgeht und das Verleihtriebwerk und dann der obere Separator und der Fallschirm. Ich werde da natürlich jetzt nicht draufklicken, weil wir sonst ja, die nächste Stufe starten würden. Und ihr habt auch schon gesehen, unten der unterste Knopf schaltet quasi um zwischen dem Schub und den Stufen. Wir können die hier auch nochmal bearbeiten, können hier so RCS-Düsen hinzufügen oder so. Das werde ich nicht machen, haben wir ja schon. Und das war es jetzt im Grunde. Genug geplaudert. Wir starten jetzt die Rakete. Dazu klicken wir hier auf An. Und dann fliegen wir auch schon. Es sind zwei neue Sachen dazugekommen. Oben links seht ihr jetzt Winkel und das erhöht sich immer weiter. Das heißt, wir sollten uns drehen. Dazu nehmen wir den Pfeil nach rechts. Ich verringere den Schub ein bisschen, da habe ich mehr Zeit zum Erklären. Der erhöht sich von 0 bis 75 und das ist halt so ein Grad. Das heißt, es zeigt uns an, inwiefern wir uns drehen sollen. Und der steigert sich immer so in 10er, in 5, in 10er oder eben in 15er Schritten, je nachdem, wie hoch das schon ist. Und er hatte gerade eben die Nachricht gesehen, wir haben 5 Kilometer erreicht. Das heißt, wir sind schon recht weit oben in der Atmosphäre. Ich verringere immer weiter den Schub, damit die Zeit ausgeht zum Plappern. Dann seht ihr noch den Pfeil, der sich jetzt auf die rechte Seite bewegt. Das ist der Pfeil, in dem wir quasi gerade fliegen. Und der wird auch später sehr viel nützlicher sein. Also ich werde da später nochmal was dazu sagen. Wir haben auch inzwischen 15 und 10 Kilometer erreicht. Und der Winkel geht jetzt schon auf 75. Jetzt seht ihr hier, unsere Upwaps ist auf über 50 Kilometer, über 30 Kilometer gegangen. Das heißt, wir haben hier quasi jetzt einen Flug ins All. Diese graue Zone hier ist die Atmosphäre. Alles darüber ist quasi keine Atmosphäre mehr. Und hier ist eben unsere Rakete, die gerade aufs All zusteuert. Ihr seht, ich habe keinen Treibstoff mehr. Das heißt, wir starten einfach die nächste Stufe und ihr seht Triebwerk an. Das heißt, hier das Triebwerk ist angegangen. Und ja, wir haben jetzt hier die 30 Kilometer überschritten. Das heißt, wir sind jetzt offiziell im Weltall. Ich habe die Musik ausgeschaltet, aber wäre sie angeschaltet, dann würde jetzt hier eine schöne Melodie beginnen. Und wir klicken jetzt einfach mal auf die Rakete, klicken auf Fokussieren und wir drehen die Rakete so, dass wir etwa auf den Pfeil zeigen. Ihr seht jetzt hier diesen Punkt, das ist die Apoapsis. Wir müssen ganz dicht da dran sein, wenn wir unser Triebwerk starten. Und zwar etwa jetzt. Wir sollten es kurz davor machen, das macht das Ganze ein bisschen effizienter. Und ihr seht, der Punkt bewegt sich auf uns zu. Das heißt, immer wenn er sich auf uns zu bewegt, drehen wir ein bisschen nach links, damit wir den verlangsamen. Wenn er sich von uns wegbewegt, also nach rechts, dann drehen wir ein bisschen nach rechts. Seht, der stehen geblieben, aber der ist nicht ganz auf uns drauf. Daher drehe ich noch ein bisschen nach rechts. Und ihr seht jetzt oben die Geschwindigkeit, die wird immer höher. Und wir verlangsamen mal, weil wir schon ziemlich weit jetzt sind. Die orbitale Geschwindigkeit liegt bei etwa 1670, 80 Meter pro Sekunde. Ihr seht, wir haben gerade den Orbit erreicht. Das sieht man daran, dass beide Punkte, also eben hier unsere Apoapsis, der höchste Punkt, und unsere Periapsis, der niedrigste Punkt, über 30 Kilometer sind. Das heißt, wenn wir jetzt hier beschleunigen, können wir hier für immer bleiben. Wir verlangsamen nicht, wir fallen nicht zurück zur Erde. Und ja, damit haben wir jetzt den stabilen Orbit erreicht. Ich möchte hier noch was hinzufügen, nämlich den hohen Erdorbit. Der zählt nämlich auch noch dazu. Das machen wir jetzt auch einfach noch. Ich mache das eben, indem ich hier mit der Kapsel zum Pfeil zeigt und den Schub erhöht. Und das macht er so lange bis, glaube ich, 500 Kilometer. Ich weiß es jetzt nicht mehr ganz genau. Wir warten einfach mal, bis das hoch genug ist. Ihr seht, wenn wir in Richtung des Pfeils quasi Schub abgeben, dann erhöht sich hier unsere Bahn. Wenn wir jetzt hier beschleunigen, und zwar bis zu dem Punkt, wir drücken einfach auf die Bahn und sagen Time Warp Here, dann wird das automatisch gemacht, dann sind wir genau da an dem Punkt. Und wieder ein bisschen kurz vor der Apoapsis, damit wir Zeit haben, um uns zu drehen. Hier machen wir genau dasselbe, wir zeigen wieder etwa Richtung Pfeil. Und wir warten noch ein bisschen, bis wir ein bisschen näher sind.
Und dann starten wir wieder das Triebwerk und warten quasi, bis wir 500 Kilometer erreicht haben. Und es war scheinbar über 500 Kilometer. Also ich bin ein bisschen verwirrt, ich weiß das nicht genau. Okay, da haben wir es. Hohe Umlaufbahn um die Erde erreicht. Das waren wahrscheinlich irgendwie 550 mal 550 oder so. Jedenfalls haben wir jetzt hier einen hohen Erdorbit. Theoretisch könnten wir auch zum Mond, aber das wird dann im nächsten Tutorial soweit sein. Wir haben jetzt hier erstmal den Orbit erreicht. Dann können wir auch hier wieder eine ganze Weile bleiben. Wenn wir zurück wollen, müssen wir unsere Bahn verringern. Und ich habe euch ja eben erzählt, um die Bahn zu erhöhen, muss man in Fallrichtung Schub abgeben. Das heißt, wir müssen genau das Gegenteil tun, nämlich entgegen der Fallrichtung Schub abgeben. Das heißt, das Triebwerk zeigt zum Pfeil. Ihr seht schon, verringert sich unsere Bahn. Und irgendwann erreicht ihr auch die Atmosphäre. Und ich stoppe hier mal einfach. Ihr seht, jetzt gelangen wir garantiert in die Atmosphäre. Wir gelangen nicht unbedingt auf den Boden, auf die Erde zurück. Aber wir können es natürlich so weit machen, bis wir quasi hier sind. Das heißt, wir werden garantiert mit der Erde kollidieren. Ich mache das relativ ungern, weil wir sonst viel zu schnell sind und einfach auf den Boden krachen. Daher verändere ich mal die Bahn, so dass wir in etwa 10 Kilometer hier haben. Das heißt, wir kommen garantiert wieder zurück zur Erde und wir werden auch nicht zu schnell sein und komplett in der Atmosphäre verglühen. Wir klicken wieder hier hin, Time Warp hier, das ist ganz kurz, bevor wir in die Atmosphäre eintreten. Und dann warten wir, bis wir dort ankommen. Und da sind wir. Jetzt drehen wir uns mal so, dass wir entgegen der Fallrichtung zeigen und aktivieren einfach die nächste Stufe. Das heißt, der Separator wird aktiviert. Der Fallschirm kann noch nicht geöffnet werden, daher gab es hier diese Fehlermeldung. Aber jetzt sind wir in die obere Atmosphäre der Erde eingetreten. Ihr seht da die Stufe. Die verglühen jetzt natürlich beide. Und links ist jetzt auch wieder eine neue Anzeige aufgekommen, nämlich die Hitze, während hier das Feuerwerk stattfindet. Und zwar verglüht hier gerade unser Hitzeschild. Der heizt sich ganz schön stark auf. Der hat eine gesamte Hitzetoleranz von 6000 Grad Celsius. Die meisten anderen Teile haben eben eine Hitzetoleranz von knapp 300 Grad Celsius. Das heißt, wir brauchen auf jeden Fall ein Hitzeschild. Und ihr seht, wir stehen hier quasi in riesengroßen Plasma, Wellen, Flammen, was auch immer. Und wir sind noch relativ schnell. Wir haben hier 1400 Meter pro Sekunde. Und wir nähern uns ganz schön schnell der Erde. Aber wir knallen halt nicht komplett auf die Erde drauf, weil wir eben nur bis 10 Kilometer gegangen sind. Seht, unsere Bahn hat sich automatisch ein bisschen verändert. Also ein bisschen. Wir waren natürlich hier weit draußen bei 500 Kilometern. Jetzt ist es nur noch bei 12 Kilometern. Das liegt natürlich daran, dass wir durch die Atmosphäre verlangsamt werden. Und jetzt haben wir auch die niedrige Atmosphäre erreicht. Das heißt, nicht mehr lange. Und wir sollten auf der Erde landen. Die Eintrittshitze ist jetzt quasi fast schon weg. Und ihr seht jetzt, hier gibt es so leichte, ja, verqualmte Stellen quasi, wo sich Ruß gebildet hat. Das ist natürlich ein schöner Effekt. Der sieht dann ganz cool aus, vor allem wenn man große Raketen auf der Erde landet, dann ist das schon ziemlich cool. Wir können den Fallschirm noch nicht einsetzen. Das kann man erst bei 2500 Metern. Ich mache das für gewöhnlich noch ein bisschen später, so bei 1500, 1000 Metern, weil man sonst einfach viel zu lange warten muss, bis man dann endlich unten ankommt. Natürlich, man kann den die physische Zeitbeschleunigung nehmen, aber sowas war früher beispielsweise gar nicht verfügbar. Jetzt können wir aber den Fallschirm hier starten. Wir sind bei etwa 1 Kilometer an Höhe. Wenn wir rauszoomen, sehen wir schon die Erde. Und ja, dann können wir auch langsam unseren Hitzeschild hier abkoppeln, indem wir einfach einmal draufklicken. Der fällt schneller als wir. Das heißt, wir werden garantiert nicht damit zusammenprallen. Und ja, wir sind fast wieder auf der Erde. Der Fallschirm wird sich weiter öffnen bei 200 Metern. Ab jetzt quasi 500 Meter kann man den selber nochmal vergrößern. Aber es passiert automatisch, daher werde ich das jetzt nicht weitermachen. Wir beschleunigen einfach ein bisschen die Zeit, damit wir ein bisschen schneller fallen. Der Treibstoff hat sich, der Fallschirm hat sich vollkommen geöffnet. Wir fallen jetzt langsam aber sicher auf die Erde zu. Sind jetzt schon unter
60, 70 Meter. Und da sehen wir auch den Boden. Ich verlangsame wieder und bumm, da sind wir auf der Erde gelandet. Sehr schön. Dann haben wir hier oben einen neuen Knopf, nämlich Recover. Das ist quasi einsammeln. Und dann sehen wir hier die Erfolge, die wir schon erreicht haben, nämlich 1 Kilometer an Höhe erreichen, 5 Kilometer, 10 und 15 Kilometer. Dann haben wir die Karmanlinie erreicht, das ist quasi das Ende der Atmosphäre, also bei 30 Kilometern. Dann eine niedrige Umlaufbahn um die Erde erreicht, also niedrigen Erdorbit. Dann eine hohe Umlaufbahn, also einen hohen Erdorbit. Dann sind wir wieder eingetreten mit 2793 Grad Celsius an Maximaltemperatur. Und wir sind sicher auf die Oberfläche von der Erde zurückgekehrt. Und das sind im Grunde die Sachen, die wir jetzt fürs Erste erreicht haben. Das sind schon 8 von 33 Achievements. Und im Grunde haben wir alles von der Erde abgeschlossen. Und als nächstes geht's zum Mond. Und da gibt es tatsächlich nur zwei Achievements, die man bekommen kann. Zwei Errungenschaften, einmal einen niedrigen Mondorbit und einmal auf dem Mond landen. Es kommt dann in der nächsten Folge dran. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr mehr wollt, dann lasst ein Like da und ein Abo, um nichts mehr zu verpassen. Wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Tschüss.